So, willkommen zurück zu Rakuten Revenge of a Hero. So, es ist wieder ein paar Wochen her, was jetzt ein paar Wochen, dass ich mir das letzte Mal wieder aufgenommen habe und ich kann mich nur noch vage daran erinnern, was wir beim letzten Mal gemacht haben. Wir haben irgendein Dings geholt, haben wir abgegeben und müssen jetzt hierhin ein Dings holen und es abgeben. Wie es halt bei Epic so ist. So, ich höre so einen See und grüner, roter Punkt. Ein Söldner, ne? Sieh mal an, oh, das sind gleich zwei. Super. Stecken sich hier im Busch. Wer weiß, was die da getrieben haben. Na los, mach's platt. Platt, nicht dagegen hauen und nichts tun. Wie ist das viel zu einfach? Oh, der hat's gerade geheilt, oder? Ich habe mich nicht beklagt. Oh. Sehr schön, das war der erste. Super, dass ihr euch hier versteckt. Man sieht euch nicht. Das bringt ihn um. Töte sie. Okay, danke schön. So. Der hat nichts für uns. Na, danke. Was? Hä? Was geht denn hier ab? Ach, hier, guck mal. Jetzt, hier geht's schon. Wir lassen das einfach mal laufen. Mal schauen, wer gewinnt. Ah, oh, der verliert leider kein Leben. Ich muss also dazukommen. Mann. Ah, nee. Ich halte mich zurück. Na los, mach das mal die Söldnerplatte und dann kümmere ich mich um diese komischen Uhren. Ups. Wir hocken uns mal hin. Mach nochmal ein kleines Päuschen. Bevor wir hier uns jetzt in den Kampf stürzen. Wow, das finde ich schlecht. Ich hoffe, kriege ich platt. Und irgendwie schnell speichern. Ja, Speicher. So, okay. Versuchen wir es. Könnten wir vielleicht ein paar Meter. Danke. Ein paar Meter vielleicht, wenn es genehm ist, der Herr. Die haben keine Schwerter. Muss man schon mal sagen, ne? Na komm, mach's platt. Einer. Da war noch eben noch einer. Okay, dann doch nicht. Dann wieder ein kleines Päuschen für zwischendurch. Mit Pickup von Leibniz. Oh, jetzt habe ich Schleichwerbung gemacht. Hm. War ich nicht. So. Holen wir den nächsten ran. Na komm. Na komm. Töten. Töten. Zack. Und wieder hinhocken. Und warten. Und warten. Und warten. Und warten. So. Na komm her. Immer diese tollen Geräusche. So. Und weg ist er. Oh. Hi. Es reicht, Krieger. Ihr habt die Prüfung bestanden. Wir müssen nicht weiter kämpfen. Soll mir recht sein. Ich brauche einen Krieger, der mir Frieden bringen kann. Der mich vom Leid befreit. Die Fesseln, die mich an dieser Welt binden, können nicht zerschlagen werden, bevor meine Asche, die mit dem bösen Zauber belegt ist, nicht auf Moranas Altar liegt. Ihr könnt mich nur befreien, indem ihr meine Asche zurück in mein Grab bringt. Wo ist sie denn? Hier im Wald, auf Moranas Altar. Dort findet ihr meine Urne. Bring sie zurück zu meinem Grab, dann bin ich frei. Wo ist das Grab? Auf dem Friedhof im Wilkdorf. Zu meinen Lebenszeiten war ich ein Häuptling und so wurde ich auch begraben. Es sollte leicht sein, mein Grab zu finden. Moranas Altar zieht ihre rastlosen Seelen an. Tapfere Krieger, die mir helfen wollten, rannten davon, als sie sahen, womit sie es zu tun haben. Oder sie kamen selbst ums Leben und ihre Seelen machten es dann den nächsten Helfern nur noch schwerer. Deswegen habe ich mich entschieden, die Krieger zu prüfen, bevor ich sie um Hilfe bitte. Ich überprüfe sie, bis ich jemanden gefunden habe, der voll verspricht, wo alle anderen scheiterten. Ich habe die Prüfung... Ihr habt die Prüfung bestanden. Ihr seid ein besserer Kämpfer als die anderen, deren Knochen hier liegen. Ihr könnt mich befreien. Ich wusste es, dass ich euch nicht anflehen muss. Krieger wie ihr nehmen das Schicksal in ihre eigene Hand und wissen, was sie zu tun haben. Bringt meine Asche in mein Grab, Krieger, und gebt mir Frieden. Okay. Warum denn nicht? So, Geld, Geld, Geld. Aha. Leichte Lederarmschütze, die klingen schon so hochwertig. Oh, die haben richtig Geld dabei hier. Achso,
Dann gehen wir mal weiter. So, also was haben wir zu tun? Jetzt gucken wir mal hier kurz. Das ist die Asche. Den Wallfahrtsort der Anhänger des Morana-Kultes finden. Das Diamantendiadem finden. Ich meine, im Moment können wir eh nur in eine Richtung gehen. Dann gehen wir auch mal da lang, hä? So, ja, 2 Wochen, ne? Da war die 4. Aufnahme schon wieder vorbei. Ist irgendwie ein bisschen, manchmal überlegt man so, weißt du, ich habe schon so viel aufgenommen. Warum wird das einfach nicht zu Ende gebracht? Und deswegen habe ich kurzerhand entschieden, ein Projekt zu beenden. Und zwar Aetna, damit bin ich jetzt fertig. Damit bin ich jetzt komplett fertig, also wirklich durch. Die Folgen sind schon alle da, alle gerendert, müssen nur noch hochgeladen werden. Deswegen habe ich mir einen 3. Termin geholt. Also 3-mal die Woche kommt jetzt Aetna. Weil, damit ich dann das nächste Projekt anfangen kann. Und das ist schon, liegt schon hier auf meinem Schreibtisch. Das habe ich auch in der Aufnahme von Aetna schon gesagt. Das ist aber egal, weil die kommt eh später raus. Ach, diese scheiß Heiltränke, jetzt hört doch mal auf mit dem Quatsch. Meine Güte. Jetzt stirb. Na noch, zack. So, wo sind die anderen Penner? Ach, sind doch noch 2. Ah, 3. Ah, Mama. Wo sind die hier? Heiltrank, Heiltrank, Heiltrank. 4. Komm, komm, komm. Wo ist der kleine Wichser? Hier ist ja noch einer. Ich sehe nicht. Da, da irgendwo. Hä? Ja, das ist aber unfair. Da ist er. Sie hatten gerade. Da ist er. Ich brauche, glaube ich, brauche mal die anderen. Toll. Komm, noch einen Schlag, Mann. Zack. Na, die sind ja nicht wirklich besser. So, komm, mach ein Blatt. Hau, 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 hau. So zu. Der macht anscheinend nichts im Moment. Außer uns auf den Sack gehen. Okay, jetzt schießt er. Komm, 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 wir müssen ein bisschen Leben regenerieren. So, jetzt hauen wir den noch die Fresse ein hier. Entschuldigt mich ausdrucksweise. Ich konnte mich mal wieder nicht zügeln. Naja, egal. Ich meine, seit wann verbietet mir jemand den Mund? Ich meine, das war früher mal ganz anders. War, ist einerseits eine Sache, die mich ankotzt. Aber andererseits ist es auch bezüglich des Meinungsfreiheitsrechts auch rechtens, dass man sagen möchte, was man möchte, will, ne? Allerdings sollte man dann immer mal bedenken, was man sagt. Also wenn ich mal so durch die Stadt gehe, ich bin zwar erst 17 Jahre alt, aber ich habe eine andere Erziehung erlebt als die heutige Jugend. Und ich gucke dann jedes Mal und bin total entsetzt. Also ich bin, oh scheiße, naja egal. Ich bin jetzt mal entsetzt über die Ausdrucksweise und die Redeart von manchen Leuten, von denen man eigentlich denkt, die könnten eigentlich ganz, ganz anders sein, weißt du? Die labern totalen Quatsch zusammen, aber wenn du dich, also wenn sie in der Gruppe sind, aber wenn du dich so mit denen unterhältst, können die super nett sein und auch ganz normal mit dir über Dinge reden, mit denen du gar nicht geredet hättest, dass du mit denen über sowas reden kannst. Ist erstaunlich, aber wahr. Hatte ich erst selbst gemerkt, als ich total noch vorurteilbehaftet, ja, muss ich ja sagen, muss ich zugeben, zu einer Party zu Silvester war und halt echt mit Leuten gefeiert habe, mit denen ich sonst nie zu tun habe, also wirklich nie zu tun habe. Und ich konnte mich genauso mit denen unterhalten, wie mit Leuten, mit denen ich sonst immer feiere. Also, da waren meine Vorurteile wie weg. Ich meine, die Sache mit den ganzen Zeugs da ist natürlich immer noch aktuell und geht mir immer noch auf den Sack, aber ich meine, was soll man denn ändern? Die Welt verändert sich halt. Oh, ist ja ganz Schluss hier. 2 nur. Okay, soll mir recht sein, soll mir recht sein. Weh, du lässt dich erwischen. Komm, der Typ kann sich nicht wehren. Hau zu? Hau zu? Gott! Ist das dein Ernst? Oh Mann. Dankeschön. So. Tja, ach hier ist es. Zack. Alles klar. Dann können wir wieder verschwinden. Du musst jetzt hier hoch. Okay. Okay. Sollte doch, denke ich, kein Problem darstellen. Ich meine, das ist auch eine nette Geste, finde ich. Einfach mal so ein... Oh, guck mal, ein Böhr. Na komm. Ich will ihn eigentlich nicht platt machen, aber das ist eine Abkürzung und... Ne? Abkürzung und so. Ist halt... Tut mir leid, lieber Bär. Naja. Ich
werde dich in Ehren halten. So, jetzt bringen wir erstmal die Urne weg. Ja, damit wir das wenigstens erledigt haben. Ich noch hier stundenlang umherirren und uns dann in der nächsten Aufnahme wieder fragen, was ist denn das jetzt hier? Wo habe ich denn das Zeug schon wieder her? Wo soll das hin? Hä? Mama? Ja, so ist es. Ich kenne das. Ich kenne das ganz genau. Deswegen versuche ich das zu vermeiden. So, was ist denn jetzt schon wieder her? Ach so, sind ein paar Wölfe. Ja gut, okay. Die tun mir doch wahrscheinlich eh nichts. Selbst wenn, große Chance auf Überleben. Haben sie dann allerdings nicht mehr. So, was haben wir denn jetzt alles? Ach du Scheiße. Das wird lustig. Das wird gar sehr lustig. Ich speichere vorher. Bei so viel Spaß muss man erstmal speichern. So. Ja, das ist noch eine lustige Funktion hier vom Spiel, aber was soll's. So. Ich würde sagen, wir schlagen uns so Reihe für Reihe durch. Wir fangen mit dir an. Du bist der Glückliche. Der Erste. Gell, mein Freund. Alles klar. So. Hey, da sind sie nur noch 25.222. Okay, wenn sie langsam 25.222 sind, sollte es doch alles noch in einem möglichen Rahmen sein, ne? Sag's nicht, 5.424 sind. Also dieser eine, der hat schon einen Unterschied gebracht. Komm, mach ein Blatt. Zöger nicht. So. Wie machen wir das jetzt? Warten wir, bis sie da sind? Oder können wir einfach irgendwo das Ding hinlegen? Das muss ja hier irgendwo in der Mitte sein. Ach, guck mal, da kommen wir schon. Sind sie ja schon unterwegs zu mir. Okay, ich kann das auch nirgendwo anders hier ablegen. Na gut, fangen wir mal an. Schlätze, Schlätze. Oh, nice. Zack. So, immer schön durchschlagen. Das stört die eh nicht mehr. So. Wie kommt ihr jetzt, oder was? Ach, meine Güte, muss man noch zu euch kommen. Die faulen Dinger. Leute, Menschen, ehemalige Menschen. Trompeten. Keine Ahnung. Töten. Töten, töten. Na los, nicht. Töten. Hallo? Dankeschön. Ach, guck mal, so viel waren es doch gar nicht. Also doch keine 25.222. Das ist doch nicht so viel, hätte ich jetzt gar nicht gedacht. Okay. Also doch nicht so übertrieben viele, wie es jetzt schon wieder in irgendwelchen anderen Spielen der Fall wäre. Sondern in einer ganz stattlichen Anzahl, aber immerhin, wir kommen da gut durch, so wie es aussieht. Komm, schlag nochmal zu. Nicht dich erwischen lassen. Ach, mein Gott. Ach, Mensch, was machen wir denn mit dir hier? Immer lässt sie erwischen. Na egal, machen wir es mit dem Blatt. Ach, guck mal hier, Stufe 8. Was ist das denn? Na los, schlag zu. Schlag zu. Mensch, aber worauf wartest du denn? Meine Güte. Och Gott, jetzt auch noch. So. Hi. Und auch so ein Stufe 8er, guck mal hier. So. Oh. Ich nehme ja 2 Tage vorher auf, aber ich freue mich überhaupt nicht auf Mittwoch, da wo diese Folge rauskommt. Weil ich habe da Zwischenprüfungen von meinem Berufsdingsbumpf da. Wo so. Huch. Da hat irgendwas fallen lassen. Jedenfalls freue ich mich überhaupt nicht drauf, weil ich hasse nah Dings, ne? Ich bin ja nicht gerade sehr begeistert von meinem Beruf. Und dementsprechend beherrsche ich auch dieses ganze schulische Zeugs, was auch in dieser Zwischenprüfung gefragt wird. Ich hoffe wenigstens auf ein paar Punkte, ja. Ich meine, diese Zwischenprüfung passieren tut mir wahrscheinlich eh nichts. Also wenn ich das verkacke, dann mache ich trotzdem weiter noch, sobald ich kann. Ja, aber trotzdem, das ist einfach zu krass. Und ich glaube, also wir haben ja schon ein paar Prüfungen durchgenommen, so im Unterricht mal ausprobiert. Wo ist das Grab? Also da Fragen dran kommen könnten. Und da fasse ich mir an den Blatt und denke mir, was haben die geraucht? Solche Fragen zu stellen. Also mal ganz ehrlich. An Leute, die, also ich meine, er hat uns, also unser Lehrer hat uns dann im... sag mal, wo ist das schon? Ach hier, ach guck mal. Da muss es hin. So. Muss ich jetzt noch irgendwo hin zurück? Nee. Alles klar. Ja, wo war ich? Genau, der hat uns erzählt, wie diese, die Ergebnisse der letzten Jahre waren, der Endprüfung, jetzt nicht der Zwischenprüfung. Und die waren gar nicht gut. Also gut, nur wirklich wenige. Also es gab noch wenige, die über 80% waren. Und da fragt man sich doch, was zur Hölle? Und das seit Jahren. Also nicht nur hier seit wann und wann, sondern echt, das ist schon lange so. Und dass die Leute von dort sich nicht mal Gedanken machen, hey, vielleicht sollte man die Fragen mal anders stellen oder leichtere Fragen stellen. Nö, wieso denn? Wir lassen die alle durchfallen. Sollen sie sehen, wie sie klarkommen. Ey, solchen Leuten, da könnte ich jedes Mal hier und so, ne? Da könnte ich den Vortrag halten, wollte ich damit sagen.
ein Bierchen kippen und was weiß ich nicht alles. Nee, ja.